Unser Whirlpool ist plötzlich eiskalt. Ich hatte ihn auf 40 Grad eingestellt und jetzt friere ich mitten in der Sonne. Mir blieb dann nichts anderes übrig, als ihn selbst aufzuwärmen. Spaß, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin direkt in die Küche gegangen und habe heißes Wasser aufgesetzt. Und weil das nicht reicht, habe ich dann den Wasserkocher auch noch angestellt. In der Zwischenzeit habe ich ein paar neue Tricks gegeben und dann konnte es auch schon losgehen. Ich habe das kochend heiße Wasser in unseren Whirlpool reingeschüttet und ich habe mich direkt am Topf verbrannt. Dann kam noch der gesamte Wasserkocher hinterher und trotzdem war es eiskalt. Weil ich nicht mehr weiter wusste, habe ich dann Theresa gerufen. Und jetzt weiß ich auch, warum es so eiskalt ist. Danke für nichts.